Willkommen auf der Orgelempore der Evangelischen Kirche St. Pölten. Am Samstag, dem 15. Juni, findet hier ein besonderes Konzert statt. Zu Gast ist der norddeutsche Organist Malte Wienhus. Gegenwärtig ist er Kantor und Organist an der Domkirche zu Meldorf in Schleswig-Holstein. Das Programm unter dem Titel Stilus Fantasticus bringt einige Besonderheiten mit sich. Der Stilus Fantasticus war ursprünglich ein italienischer Musizierstil, kommend aus dem 16. Jahrhundert aus Norditalien. Seinen Höhepunkt hat er dann in Norddeutschland erreicht. Komponisten wie Dietrich Buxtehude und Nikolaus Bruns, der in derselben Stadt wirkte, in der unser Gastorganist geboren wurde, bilden den Höhepunkt dieses Stils. Es handelt sich um eine sehr freie Art des Musizierens, die ursprünglich aus der Improvisation herauswächst. Die Musikstücke machen allesamt einen besonders spontanen und zum Teil auch feurigen Eindruck. Sie bestehen aus mehreren zueinander im Kontrast stehenden Teilen. Malte Wienhus hat sich mit diesem Kompositions- und Musizierstil intensiv auseinandergesetzt. Es ist dies der tradierte Musizierstil Norddeutschlands, der eine Fülle von Kompositionen hervorbrachte. So wurde der Stilus Fantasticus auch vom jungen Johann Sebastian Bach gepflegt und übernommen. Er nahm sogar eine 400 Kilometer lange Reise in Kauf, um Inspirationen von Dietrich Buxtehude zu erfahren. Aber nicht nur im 17. und 18. Jahrhundert war der Stilus Fantasticus für die Musikwelt prägend. Seine Blüten und Früchte sind auch noch im 19. Jahrhundert zu spüren. So beispielsweise bei Franz Liszt. So steht am Programm dieses Konzertes auch ein großes Werk von Franz Liszt. Es trägt den Namen B-A-C-H. Die Einzelbuchstaben ergeben den Namen Bach. Ein fulminantes und feuriges Werk. Unsere 1959 erbaute Orgel, man sieht es ihr nicht an, eignet sich fantastisch für die Interpretation dieser Werke. Ihre bunte Farbigkeit an Klängen und ihre Sonorität trägt dazu bei, dass sich sowohl Interpret als auch Zuhörer bei diesen Werken besonders wohlfühlen. Intensiv erlebbar wird dieses Konzert durch eine Videoübertragung des Geschehens am Spieltisch in den Kirchenraum. So freue ich mich gemeinsam mit Malte Wienhus auf diesen besonderen Konzertabend, der uns in eine längst vergangene Zeit zurückführt und sie in unsere Gegenwart wieder hereinträgt.